das Wohl unserer Sache Was weiß er denn schon? Er irrt sich. Ruhe, Ruhe. Hütet eure Zungen. Ja, er irrt. Aber seine Vorwürfe entbehren auch nicht jeder. Hier habt ihr nichts zu suchen. Geht. Es ist leicht bei einem Rundgang. Hoch, hoch, hoch mit dir, schnell. Und Mängel zu erwähnen. Danke. Ich fürchte, wir sind faul und träge geworden. Nein! Wir sind euch ergeben! Warum sagt ihr ich das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet an Hier dürft ihr euch nichts. Ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich war nachsichtig. Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mahl oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt aufwachen und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns... Nein, ihr dürft nicht... So, komm, Junge, das dachte ich mir eigentlich anders. Okay. Und okay. Ich nehme mich seiner selbst an. Okay. Na komm, Junge. Okay, erledigt. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Dass dein Haarfrisur so scheiße ist. Dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akkon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Sind Argumente, die sich nicht von der Hand weisen lassen. Und schau, Leute. Oh, das dachte ich mir. Au. Okay, Jungs. Aua. Das dachte ich mir anders. Und... Okay, und... Oh nein, nicht schon wieder. Ah shit, durchs Haupttor kommen wir jetzt nicht. Mist. Und hier mal. Und, oh, Strohpuppe. Nein, Strohmann. Ja, Mann.
Danke, das wollte ich eigentlich machen. Das Haupttor ist nämlich jetzt verschlossen. Das heißt, wir müssen sneaky außenrum. Oh, jetzt schmeißen die... So, jetzt schmeißen die Troller auch noch mit Steinen nach uns. Komm, schneller. Okay. Nein, das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr einfach nicht gesehen. Ich bin schon lange über alle Berge. Okay. Tötet ihn! Haltet ihn auf! Komm schon! Ich spamme gerade. Ich ergebe mich! Zack! Okay. Shit. Hier geht's mir noch nicht runter. Okay. Zack. So, wie wir gekommen sind. Einmal Brot habt ihr ihn verloren. Lass ihn nicht noch einmal entfliehen. Na komm, hier. Du sollst hier keine Klimmzüge machen, Junge. Hi, ciao. Komm. Aha. Ey, das gibt's nicht. Ciao. Da, dann wäre es mal hart in die Eier getreten. So hart, dass ich von der Kutsche gefallen bin. Ciao, Leute. Danke. Danke. Zack. Und... Danke, Leute, links fürs Aufhalten. So, dann wollen wir schnell wieder uns ein bisschen verschanzen. Okay, da hinten ist... Oh, shit. Das, da habe ich mich in Sicherheit wiegen lassen. Aua. Schmeißen mit Stein schon wieder. Oh, warum macht er das jedes Mal? Das gibt's doch nicht. So. Wir sind eben der erste Assassine, der gut zu Fuß ist. Was will man da sagen? Oh, Mensch. Da ist die Leiter und er greift automatisch daneben. Ciao, ja. Gott sei Dank, die haben uns nicht gesehen. Das heißt, wir können... Ja. Danke, dreh um. Lass dich umdrehen. Schon. Irgendwie hängt er zwischendurch, das ist wie gesagt, naja. Mag auch einfach nur an mir die. Schnell hier hoch.
Dachte, bevor er sich umdreht und sich eventuell wundert, wer da am Rumklettern ist, schalte ich ihn lieber aus. Ihr wisst ja, ihr kennt das ja. Das ist immer die typische Begründung, die jemand hat, der eine Antat begehen möchte. So. Ich glaube, wir haben es fast... Oh, Gott sei Dank ist der diesmal nicht runtergefallen. Da hat es doch ganz gut funktioniert. So, ich glaube, diesmal sind wir ganz gut jetzt davon gekommen. Endlich. Danke. Und ciao. So. Ich will jetzt nichts riskieren. Wir sind kurz vor der Hut. So. Okay. Und da sind wir auch schon. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein, es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad, aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Selbst damals mussten sie schon Berichte schreiben. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Okay. Ja, wir spulen vor und nach Al-Mualim. Oder zu Al-Mualim. Nach Masyaf. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Alles andere nicht. Alles andere ist keine akzeptable Art, ein Dach zu erreichen. Tretet vor, Alter, ihr. Jo. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine, non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen.
Fürs Erste finde Trost darin, dass er nicht in Ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft ihre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht hüte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Tja. Ja, Mann. Offenbar haben wir ein paar neue Schnürsenkel gekriegt. Synchronisation, neue Waffe, extra Wurfmesser. What? Geilo. Das ist natürlich ziemlich geil. Alles klar. Und die neuen Wurfmesser kommen natürlich in der nächsten Folge zum Einsatz. Wahrscheinlich mache ich hieraus erstmal zwei Folgen. Und, naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.